Heute geht es endlich mal wieder nach langer Zeit aufs Wasser mit meinem Kanu. Ich habe etwa 80 Kilometer Fahrtweg hinter mir, bin jetzt hier in Wachtendonk an der Nias. Hinter mir könnt ihr die Einsatzstelle sehen. Also ich bin echt gespannt, was das hier wird heute, wie das so die nächsten Kilometer hier sein wird. Ich habe mich natürlich entsprechend ein kleines bisschen vorbereitet, kenne also so das ein oder andere Hindernis, wo man eventuell was umtragen muss oder eben auch nicht. Aber, und das ist vielleicht der interessante Fakt, den ich am Anfang des Videos schon mal verraten kann, denn die Strecke, die ich jetzt natürlich fahre, die möchte ich ganz gerne auch wieder zurückfahren, weil die Nias wohl angegeben ist mit einer sehr langsamen Fließgeschwindigkeit von 2,5 Kilometern in der Stunde. Ist das natürlich nicht allzu viel, aber ich weiß auch, dass man, wenn man gegen die Strömung fährt, natürlich eine ganze Menge Energie braucht. Ob das klappen wird, ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir gerade angeschaut. Also es sieht jetzt nicht so aus wie auf der Wupper, wo du, wenn du gegen den Strom versuchst zu paddeln, nicht vorankommst. Es wird spannend. Wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß mit diesem neuen Kanu-Abenteuer auf der Nias. Und los geht's. Ja, das Kajak ist noch vor Anker, seht ihr ja hier. Jetzt lade ich hier meine restlichen Sachen ein hier. Ein bisschen Wechselkleidung, ein bisschen Verpflegung und hier noch die Luftpumpe mit dem Packsack von dem Kanu oder Kajak, wie auch immer. Und ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass ich das entsprechend so fixiere hier oben an diesem Gummi, dass es, wenn es hier hart auf hart kommt, dass hier nichts verloren geht. So. Bei dem Sack ist es jetzt nicht so schlimm, aber bei dem wäre halt blöd. Und das ist auch ein entsprechender wasserdichter Packsack natürlich, damit für den Fall der Fälle, wenn hier was passiert, alles trocken bleibt. So, das mache ich auch hier um das Gummi fest. So, das tun wir auch. Ja, der Plan ist es, etwa 10 Kilometer jetzt zu fahren auf der Nias. Bis zu einem Punkt, wo es eventuell nicht weitergeht. Ich werde aber das relativ flexibel halten. Ich werde mal schauen. Da hinten unterfahren wir gleich schon die ersten Brücken da. Das wird eine lustige Nummer hier. Ich habe Spaß. Also rauf ins Boot. Jo, ich würde sagen, es geht los hier. Mal eben den Ding jetzt noch hier positionieren. So, wir schwimmen. Ganz schön angenehm hier. Ja, ich fahre jetzt hier so ein kleines Stückchen durch Wachtendonk durch, zumindest am Rande. Und nach etwa 1,5 Kilometern kommt auch schon das erste Hindernis. Und zwar nämlich, glaube ich, eine Krautfanganlage. Ja, so langsam geht's raus aus Wachtendonk, weiter auf der Nias hier. Ihr seht es auch links und rechts, Felder, Felder und Felder. Also Höhenmeter sind hier natürlich heute keine zu erwarten, zum Glück. Aber eine sehr interessante Verbindung sozusagen, nämlich die Nias fließt gleich in die Nette oder die Nette in die Nias, wie auch immer. Und als kleiner Fun Fact, die Nias mündet bei Rennepe in den Niederlanden
in die Maas und fließt dann da weiter in die Nordsee. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, dieses letzte Stück in den Niederlanden darf man nicht befahren. Bin mir da jetzt allerdings nicht ganz sicher. Traumhaftes Eckchen hier, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu fahren. Ich hätte auch die Wupper nehmen können, aber ganz ehrlich, wisst ihr, wenn man die Wupper mehrfach schon gefahren ist, klar ist das was Besonderes, das ist auch was Tolles, aber ich wollte einfach mal was anderes sehen und vor allen Dingen auch ein Gewässer haben, was jetzt nicht so schnell fließt wie die Wupper zum Beispiel, weil ja mein Gedanke war, hier wieder zurückzufahren. Also man kann schon irgendwie zurückkommen. In der falsche Richtung, scheiße. Man kann, wenn man viel Ausdauer und viel Lust hat, hier auch einige Kilometer wieder zurück machen. Ich denke, das wird auch mein Plan sein. Aber wir wollen mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Aktuell fahre ich rückwärts. Toll. Ja, hier ist die Gefahr, die ich eben genannt hatte, die auch auf der Karte verzeichnet war. Ist natürlich klar, wenn hier diese kleine Wasserfähre von der einen Seite auf die andere Seite der Nies fährt, dass man da entsprechend ein bisschen vorsichtig ist. Aber ihr seht, hier ist nichts los. Das freut mich natürlich umso mehr. Und ich weiß auch, hier hinter der nächsten Biegung trifft die Nies auf die Nette. Da oben steht auch Wasserblick, Nette trifft Nies. Also los geht's. Na, da schlafen die Gänse ganz still und fein. Und hier auf der linken Seite könnt ihr die Nette sehen, die hier in die Nies fließt. Richtig cool. Guten Morgen. Bleib ruhig liegen, ich mache nichts. Ja, und hier haben wir einmal die Nette. So. Sieht auf jeden Fall genauso urig aus. Ich habe da gerade etwas sehr, sehr, sehr Interessantes entdeckt. Könnt ihr jetzt gleich auch sehen. Ich fahre da mal hin. Und zwar an dem Baum. Das sind doch 1A Biberspuren. Definitiv. Wasser hat aber da in der letzten Zeit schon ordentlich hochgestanden. Oder ist das doch kein Biber? Also ich würde schon tippen, dass es ein Biber war. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst. Oh nein, wir sinken. Kleiner Scherz. Also es ist wundervoll hier. Richtig schön, still und einsam. Und ich glaube tatsächlich, da vorne kommt eine Umtragestelle. Perfektes Timing also, die Kamera wieder einzuschalten. Es sieht zumindest danach aus. Aber das sollte kein Problem sein. Und diese kleinen Gefahren, die habe ich im Hinterkopf, die habe ich mir schon geplant. Da gibt es eine App, die nennt sich Kanu.info. Und da kann man entsprechend den Gewässern nachschauen, wo sind Gefahren, wo sind Aussetzstellen, wo darf man fahren, wo darf man nicht fahren. Und vor allen Dingen, wo darf man das Ufer betreten und wo nicht. Denn ich weiß, dass einige Teile hier Naturschutzgebiet sind. Und da gilt entsprechend natürlich das Uferbetretungsverbot.
aber ich weiß halt nicht, ob das konkret nochmal explizit ausgezeichnet ist. Aber bevor ich jetzt hier lang quatsch, zeige ich euch lieber mal da vorne das eventuelle Hindernis. Kann aber auch sein, dass der Fluss einfach so eine kleine Biegung macht und das einfach nur so aussieht. Ja, also bei dieser Stelle hier bin ich mir tatsächlich überhaupt gar nicht sicher, weil da ist ein Pfeil, der zeigt nach links und es sieht auch so aus, als würde es links weitergehen. Ich weiß aber, es gibt auch noch eine Umtragestelle. Ach genau, das ist diese Krautfanganlage hier. Da muss man entsprechend vielleicht den Kopf einziehen, das sollte kein Problem sein. Meine Umtragestelle gibt es hier halt auch keine, aber man muss es einfach im Hinterkopf halten, dass es solche Gefahren gibt. Aber vom Drahtseil her passt das bei meiner Größe problemlos hier, überhaupt kein Problem. Muss man halt nur so ein bisschen schauen, dass man in der Mitte bleibt. Und hier die Äste, die hier im Wasser liegen, dass man da nicht drauf fährt. Aber nee, die Seile sind alle groß genug oder hoch genug. Das passt schon. Da vorne kommt das erste richtige Hindernis, nämlich ein altes Wehr. Und ich habe aus anderen Videos gesehen, das ist auf jeden Fall fahrbar. Die Herren, die da allerdings gefahren sind, hatten kein aufblasbares Kajak wie ich, sondern ein ja, richtig robustes aus, was weiß ich, festem Material auf jeden Fall. Und bei denen ist das halt auch kein Problem, wenn die mal über einen Stein jodeln. Bei mir ist das allerdings ein Problem. Und auf der rechten Seite kann man auf jeden Fall auch sehen, und auf der linken Seite jetzt auch, dass dort Schilder stehen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier nicht gefahren werden darf, sondern umgetragen werden muss. Und die auf der linken Seite. Auf jeden Fall auch nochmal sehr spannend. Da hat der Biber auch ordentlich zugeschlagen. Richtig krass. Also das habe ich so in der Form bisher auch nur ein einziges Mal erlebt, nämlich hier. Ja, da steht auf jeden Fall Gefahr. Ich kann es noch nicht genau lesen. Oh, da war ein Eisvogel. Noch ein Eisvogel. Ja, da steht auf jeden Fall Paddeln oder Kanufahren nicht erlaubt, Durchfahrt verboten. So, und hier auf der linken Seite könnt ihr sehen, ist eine Anlegestelle. Da werde ich auf jeden Fall anlegen und hoffen, dass ich da zum Stillstand komme, bevor wir das Wetter erreichen. Aber das wird schon klappen. Dafür muss man aber ein kleines bisschen arbeiten hier. Hier wird es nämlich jetzt direkt richtig flott auf einmal. Aber das kriegen wir hin. So. Drehen wir uns mal in die entgegengesetzte Richtung hier. So. So, ein bisschen ran hier. Jetzt müssen wir mal richtig Gas geben hier. So, dass wir hier an die Einsatzstelle rankommen hier. So. Ja, auch mal ein paar Meter zu Fuß ist auch nicht verkehrt. Gucken wir uns das Wehr mal an hier. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Aber wobei doch, direkt auf der anderen Seite kann man einsetzen. Ich habe nämlich gedacht, man könnte hier drüber gehen und das wäre hier ein regulärer Wanderweg. Aber das sieht halt hier sehr rustikal aus. Gefällt mir aber auch sehr. So habe ich es halt größtenteils für mich alleine. Ach, Traum, Traum, Traum. Ja, Schloss ist hier vor, war ja klar. Aber ja, hier zu fahren ist, glaube ich, keine gute Idee. Hier auf der einen Seite wäre es gegangen, auf der anderen Seite auf jeden Fall nicht. Da wäre ein fetter Baumstamm gewesen. Ja, und hier vorne ist dann entsprechend die Einsatzstelle. Ja, hier kann man es nochmal sehen. Also hier auf der einen Seite könnte man eventuell fahren, wenn man entsprechend erfahren ist. Bin ich aber nicht. Und wie gesagt, das Boot ist es auch nicht. Und hier auf der anderen Seite, das kann man jetzt doch eigentlich auch ganz gut sehen. Da kann man nicht durchfahren. Da ist entsprechend dann der Baum davor. Aber ich denke, ich werde jetzt hier mal eine kleine Pause machen, mal eben das Boot hier umtragen. Denn der Steg da vorne ist trocken, das ist perfekt. Mal ein bisschen was essen, eine Kleinigkeit trinken. Das sollte man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Ja, und ich habe die Befürchtung ja am Anfang geäußert, ich müsste die gefahrenen Kilometer wieder zu Fuß zurückgehen. Das ist tatsächlich so. Ich
glaube nicht, dass ich diese Strecke, die ich fahre oder die ich gefahren bin oder die ich noch fahren werde, mit dem Kanu wieder zurückfahren kann, zurückpaddeln kann. Das kann ich mir auf jeden Fall aus dem Kopf schlagen. Aber jetzt fahren wir erstmal das Kanu um und dann machen wir eine kleine Pause. Also es braucht gar nicht so viel, wie man sich immer vorstellt, wenn man einfach die Natur genießen möchte, in welcher Art und Weise auch immer. Klar, ich habe natürlich jetzt das Kanu zur Verfügung, das habe ich aber auch schon seit, keine Ahnung, 5 oder 6 Jahren und ehrlich gesagt auch nur sehr spärlich eingesetzt, weil das halt ein Trümmer ist, ne? Das Ding mit allem Zubehör wiegt halt 13 Kilo und das schleppt man natürlich nicht mal eben so irgendwo hin. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man weiß, man möchte vielleicht sogar noch weiter wandern. Da ist so ein Packraft auf jeden Fall richtig cool. Das reizt mich tatsächlich auch sehr. Ich weiß auch, es gibt relativ oder vergleichbar preisgünstige bei Decathlon zum Beispiel. Das Kanu ist ja auch von Decathlon. Aber selbst das Packraft, was sie da im Angebot haben, liegt immer noch bei 500 Euro. Und die muss man natürlich auch erstmal haben. Und wenn man es wirklich ultra leicht haben möchte und komfortabel und ja, also wenn man wirklich das Nonplusultra haben möchte, dann muss man schon eine doch deutliche vierstellige Summe ausgeben. Die habe ich ehrlich gesagt nicht und ehrlich gesagt bin ich auch nicht dazu bereit, das auszugeben, selbst wenn ich es hätte, weil das für mich halt auch in keinem Verhältnis steht. Wenn ich jetzt weiß, ich bin wochenlang unterwegs auf dem Boot und so weiter, dann kommen wir langsam in einen Bereich, wo ich sage, jo, das passt. Aber ganz ehrlich, für so ein paar Freizeittouren reicht halt dieses Kanu hier vollkommen aus. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es das noch bei Decathlon gibt. Das ist das ITVIT 1. Das habe ich, wie gesagt, seinerzeit vor 5-6 Jahren gekauft. Und ihr seht, das Ding hält immer noch problemlos. Klar, man muss es pflegen und man muss es sauber machen und vor allen Dingen trocknen am Ende. Aber das gehört halt auch dazu. Das macht man ja auch, wenn man auf Wanderung unterwegs gewesen ist, wo es geregnet hat. Oder wenn man auf dem Campingplatz im Zelt übernachtet hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass dieses Kanu definitiv eine Bereicherung ist für meine Freizeitaktivitäten, auch wenn ich es nicht so oft nutze, wie ich es gerne nutzen wollen würde. Aber deswegen genieße ich umso mehr hier solche Touren, so rar sie denn sind, aber so umso toller sind sie halt für mich. Ich bin ja normalerweise auch immer derjenige, der eher durchheizt und zwar guckt, aber irgendwie nicht stehen bleibt und auch nicht mal genießt, aber das hier, das zwingt einen zwar nicht dazu, hier stehen zu bleiben und anzuhalten, aber es ist eine sehr gute Gelegenheit, um auch einen leckeren Kaffee zu trinken, mal einen kleinen Snack zu essen. Es geht weiter, es geht weiter. Der Kaffee ist getrunken. So, nichts vergessen. Die Kamera fällt fast um, geil. Und jetzt geht's hier weiter auf die Niers bis zu dem geplanten Punkt, wo die nächste Aussetzstelle kommt. Wenn ihr jetzt riechen könntet, das riecht schon richtig nach Frühling. Das ist so toll. Im Hintergrund könnt ihr es noch sehen. Die ganzen Blumen und Sträucher, wo langsam die Blüten anfangen zu sprießen. Das ist... Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, also für mich braucht es wirklich nicht viel, damit ich glücklich bin. Und sowas ist hier, das ist einfach toll. Hier kannst du wirklich den Frühling riechen. Das ist wirklich richtig toll.
auch sehr interessant, hier im Hintergrund jetzt nochmal zu sehen. Dieses Rohr oder der Schlauch, der da über die Niers führt. Komplett verrückt. Aber hier kann man nochmal den Frühling riechen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine ganz... Ja, ich denke mal, das wird da hinten dieser Baum sein mit seinen weißen Blüten und grünen Blättern. Toll. Ja, hier führt eine Fußgängerbrücke über die Niers, denke ich. Ob die öffentlich begehbar ist, kann ich nicht sagen. Aber hier wird es auf jeden Fall mal für einen kurzen Moment ein bisschen flotter. Jetzt könnt ihr gleich die Fußgängerbrücke sehen hier. Juhu! Toll. Also diese kleinen, feinen Schwelle, die da hin und wieder kommen. Absolut für Handfänger geeignet. Aber auch absolut ein richtig tolles Highlight. So ein bisschen Abenteuerfeeling auch. Denn teilweise ist die Nils auch wirklich sehr, sehr, sehr ruhig, dass man wirklich auch selbst aktiv werden muss. Ja, selbst die schönste Kanutour geht irgendwann einmal zu Ende. Meine geht hier heute auf der Niers zu Ende in etwa einem Kilometer. Da kommt dann der Ausstiegspunkt für mich und werde dann den Rückmarsch per Fuß antreten, zum Parkplatz zurück, zur Einsatzstelle. Macht aber auch nichts. So habe ich eine schöne Kanutour gemacht. Kann noch ein weiteres Wandervideo machen. Also alles in allem kann ich sagen, bisher ein sehr, sehr erfolgreicher, outdoor-aktiver Tag hier. Und die Frage an euch, habt ihr einen Tipp, wo ich mal eine schöne Kanutour machen kann? Eine entspannte, jetzt nicht unbedingt auf dem Rhein oder irgendwie sowas, sondern schon so Niers-ähnlich, naturnah, aber auch gut mit dem Auto zu erreichen. Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Was mich ja persönlich auch sehr reizt, ist eine Wasserwandertour über 2 Tage. Mit einer Übernachtung irgendwo auf einem Campingplatz, der vielleicht am Wasser liegt. Das fände ich auch richtig toll. Ja, also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Video, ob euch die Kanutour gefallen hat. Wenn ja, dann auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben geben. Wenn es noch nicht getan hast, gerne den Kanal abonnieren. Ja, so schlage ich mich jetzt hier den letzten Kilometer auf der Niers durch. Und bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.